Es ist Sommer, mir rinnt alles runter, wo es nur runtergehen kann. Und da braucht man natürlich einen Schlafsack, der vielleicht nicht so dick ist wie in der Winterzeit. Da werde ich euch heute den kleinen Camtor-Schlafsack vorstellen. Der hat einige überzeugende Aspekte. Wenn euch das interessiert, dann bleibt da einfach dran. Ja moin, mein Name ist der Alvo, der im Sommer lebt. Hinter mir seht ihr ein bisschen Wald. Schön, dass du bei diesem Video mit dabei bist. Ich springe ganz schön zwischen dem Du und Ihr gerade hin und her. Das sollten wir vermeiden. Wir haben hier den Camtor Lightweight Sleeping Bag, also Schlafsack. Den habe ich einige Zeit in Benutzung, nicht ganz so häufig, da wir nicht so häufig so Sommer hatten, dass ich den gut benutzen konnte, aber schon ein paar Mal, auch bei Übernachtungstouren, eine kleine verlinke ich dir hier oben auf dem Ausrufezeichen, einfach mal draufklicken. Bevor ich euch aber sage, was es mit dem Ding auf sich hat, wo man das gut verwenden kann und für wen das überhaupt was Richtiges ist, erst einmal zu den harten Fakten. Wir haben hier einen Deckenschlafsack. Das bedeutet, er ist viereckig angeordnet, beziehungsweise wie ein Rechteck, ist oben offen, hat keine Kapuze, das ist so gewollt und kann von verschiedenen Herstellern in verschiedenen Farben erworben werden. Wir haben hier dieses typische Prinzip, das kommt wahrscheinlich alles aus derselben Fabrik und wird mal wieder von den Chinesen unter 12 verschiedenen Marken verkauft. Wir kennen ja Nature Hike, wir kennen Camtor, wir kennen Outdoor Hike, wir kennen Hike Adventure, diese ganzen standardisierten Namen von den Chinesen, wo sie ungefähr das gleiche immer drunter verkaufen. Links zu solchen Produkten sowie zu dem und Alternativen findest du natürlich hier immer unten in der Videobeschreibung. Einfach reinklicken. So, harte Fakten zu dem Ding hier sind folgende. Wir haben ein Gewicht von 690 Gramm. Ne, das ist nicht besonders schwer. Ein sehr kleines Packmaß. Ne? Ihr seht das, ist kleiner als mein Kopf und ich kann das hier noch ordentlich weiter zusammendrücken. Das heißt, das Ding nimmt nicht besonders viel Platz weg. Dabei ist es 190 x 75 cm in der Breite, wenn es ausgelegt ist und ist natürlich jetzt Außenbeschichtung, ein Nylongewebe. Gefüllt ist es mit 100 Gramm Polyester und jetzt kommt's. Hier steht sogar das Füllgewicht genau drauf, nämlich 100 Gramm pro Quadratmeter. Habe ich so auf wenigen Schlafsäcken bis jetzt gelesen. Ne, das ist eine Angabe, der kann ich nicht besonders viel anfangen. Das kommt natürlich sehr aufs Gewicht, auf das Material drauf an, wie das dann verarbeitet worden ist, wie das da drin genau angenäht worden ist etc. Also ja, ne, schön, dass es dabei steht. Ich brauche es nicht wirklich. Die Komforttemperatur von dem Ding, würde ich sagen, ist beim Limit von 8, 7 Grad. Ne? Vielleicht noch mal 6 Grad oder 5 Grad, wenn man mit einem T-Shirt sonst wieder reinsteigt. Aber das ist ungefähr das Ding. Das heißt, wir bewegen uns hier in einem Sommer- bzw. bis warmen Frühlingsschlafsack im Endeffekt. Wir können die Dinger koppeln. Ne? Das heißt, wenn ihr 5, 6 Stück davon habt, könnt ihr eine 5, 6 große, lange, breite Decke machen, wenn ihr das machen möchtet. Und was sehr gut bei dem Ding ist, worauf ich auch nochmal später zu sprechen komme, ist, dass man es komplett öffnen kann und dann als Decke auch benutzen kann. Wir haben einen Packsack, ne? Siehst du außen dran, der hat auch noch genug Platz, weil sonst könnte ich nicht so weiter zusammendrücken. Das heißt, dort kriege ich sehr angenehm den Schlafsack rein. Wir haben hier außen ein bisschen Kompressionsriemen, man kennt das ja, ne? Von Schlafsacksäcken mittlerweile. Ist auch ganz normales, leichtes Ripstop-Nylon. Ich glaube, das ist mehr der Optik wegen den Ripstop gehalten, das ist aber kein wirklicher Effekt davon. Und das sind auch schon die ganzen harten Fakten zu dem Ding. Was ist denn jetzt im Endeffekt meine Meinung und wo habe ich das benutzt? Wie gesagt, ich habe das wegen der Komforttemperatur sehr gerne im Sommer benutzt. Zum Beispiel bei einer kleinen Hängematten-Tour, beziehungsweise bei anderen Sommergelegenheiten, wo man vielleicht trotzdem nochmal, weil ein kleiner Wind aufkommt oder sowas, einem, ja, etwas Kleines zum Überwerfen haben möchte. Und genau darin liegt auch die Stärke von dem Ding, denn es ist als Deckenschlafsack konzipiert und komplett an allen Seiten aufmachbar, sodass man es zu einer Decke ausbreiten kann. Das ist sehr praktisch, wenn man zum Beispiel am Lagerfeuer sitzt. Nicht zu nah dran, das Ding wird natürlich von den Glutstücken getroffen und verbrennt dabei, das ist nicht feuerfest, das ist logisch. Oder auch sehr gut einfach in die Hängematte reinlegen kann mit dem Ding. Das heißt, was ich zum Beispiel mal morgens gemacht habe, ist aus dem Schlafsack raus, den aufmachen, ne, und mich dann in eine Hängematte draußen legen, weil wir die noch extra zum Zelt mit dabei hatten.
Dafür kann man das sehr gut verwenden. Natürlich dann auch als extra Schlafsack im Endeffekt, ne? Das heißt, ihr könnt zum Beispiel das Ding hier noch zu eurem anderen Schlafsack mit einpacken und habt eine extra Wärmeschicht, weil ihr das ja so kombinieren könnt. Das heißt, das hier wäre dann euer Außenschlafsack und euer normaler Schlafsack wäre dann der Innenschlafsack, ne? Und dann könnt ihr entweder geschlossen reinschlüpfen sozusagen oder als Decke über euch beide, falls du mit Partnerin oder Partner unterwegs bist, drüberlegen. Ne? Sehr variabel, kannst es dann wieder aufmachen, mit rausnehmen und wenn ihr irgendwo noch sitzt und ein Glas Wein trinkt oder was weiß ich, sehr schön dafür benutzen. Ne? Ist also eher ein Camping-Utensil, kann aber natürlich auch als Trekking-Utensil benutzt werden, wenn es wirklich Sommer ist. Also jetzt gerade ist das perfekte Temperatur genau für diesen Schlafsack. Weil jetzt gerade haben wir am Tag 30 Grad. Bis teilweise 36, 40 direkt in der Sonne drin und wir haben in der Nacht selten unter 10 Grad, also eigentlich nicht mehr und genau da trumpft dieses Ding genau auf, vor allen Dingen auch noch, weil man es so weit aufmachen kann, hat man dann auch noch mal das Gute, dass man dort an den Fußbereich öffnen kann etc. etc. Ne? Ihr merkt, man kann dann sehr variabel das einstellen, welche Temperatur man genau haben möchte. Boah, ist das gerade warm, ey. Ich komme mir vor, als würde mein Kopf langsam dösig werden, während ich rede. Aber wir schaffen das zusammen. Genau, ein wunderbarer Schlafsack, genau für diese Zeit gerade. Ich hoffe, das Video hat dir gefallen. Du konntest dabei ein bisschen was mitnehmen. Erzähl mir doch mal in den Kommentaren, was du so für Schlafsäcke im Sommer benutzt. Und ob dich zum Beispiel auch die fehlende Kapuze stören würde. Mich stört sie nicht, weil ich benutze sowieso nochmal Extrakissen etc. Aber manche Menschen möchten ja unbedingt eine Kapuze haben, um alles komplett dicht machen zu können. Hier links und rechts oben findest du weitere Videos. Einfach durchklicken, Outdoor-Ausrüstung, so wie immer. Hier unten auf dem kleinen Button kannst du mich oder meinen Outdoor-Kanal abonnieren, falls du es noch nicht getan hast. Und in der Videobeschreibung alle Informationen, die du gebrauchen könntest. Wenn da mal was nicht drin steht, dann frag mich einfach in den Kommentaren und dann kann ich darauf antworten. Wir sehen uns bei den nächsten Videos. Bis dahin. Tschüss, tschüss.